Interventionen bei der Geburt. Das ist ein großes Thema, wo es viel zu wenig Aufklärung gibt. Vielleicht bist du gerade selber schwanger und fragst dich, was hat es mit Interventionen auf sich, mit Einleitung, PDA und allen möglichen anderen Dingen, die vielleicht bei der Geburt auf dich zukommen könnten. Vielleicht arbeitest du auch in der Geburtshilfe und fragst dich, wie kann ich denn Interventionen so gestalten, dass die Schwangere, die Gebärende damit gut umgehen kann. In beiden Fällen ist dieses Video für dich genau richtig. Mein Name ist Christine Graf und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Freue mich sehr, dass ich heute hier Dr. Wolf Lüthje zu Gast habe. Dr. Wolf Lüthje hat sehr, sehr lange als Chefarzt gearbeitet in der Geburtshilfe. Er ist auch Psychotherapeut und hat einen unglaublichen Erfahrungsschatz. Ich hatte ihn schon öfter bei mir zu Gast und heute sprechen wir über ganz spezielle Interventionen. Wir sprechen unter anderem über die Geburtseinleitung. Wir sprechen über die Eröffnung der Fruchtblase, wir sprechen über den Oxytocin-Tropf, auch Schmerzmittel, darüber sprechen wir auch und wie man auch eine Geburt bzw. eine Intervention vielleicht auch oder wenn das CTG mal auffällig ist, wie man das gut kommunizieren kann aus Sicht der Hebamme, des Arztes oder der Ärztin gegenüber der Gebärenden oder des Paars, was man da gerade begleitet. Ich glaube, dass du sowohl als Schwangere als auch wenn du als Hebamme zum Beispiel arbeitest, Arzt oder Ärztin, dir ganz viel mitnehmen kannst aus diesem Interview und ich wünsche dir viel Freude damit und gute neue Erkenntnisse für dich. Hallo lieber Wolf, ich freue mich sehr, dass du wieder da bist. Wir haben es ja schon angekündigt, dass wir uns nochmal Zeit nehmen wollten jetzt für die Interventionen, die am häufigsten sind. Du hast gerade im Vorgespräch mir schon gesagt, naja, im Grunde ist ja schon die falsche Wortwahl oder andere Dinge können schon eine Intervention sein, sind schon eigentlich ein Eingriff, aber wir wollen uns jetzt konzentrieren auf die, ja, auf die Eingriffe, vor denen vielleicht auch einige Schwangere Angst haben oder zumindest Respekt, dass sie einmal wissen, was bedeutet das eigentlich. Und wir starten mit der wir starten erstmal damit, dass du vielleicht nochmal ganz kurz dich vorstellst für die, die dich noch nicht kennen, und dann mit der Einleitung. Hallo, ich danke dir, dass ich wieder da sein darf. Wolf Lüthje, ich bin 66 Jahre, Vater von 7 Kindern. Und es ist auch immer wichtig zu wissen, damit man weiß, dass ich so die Welten der Geburtshilfe alle kenne. 4 meiner Söhne sind zu Hause geboren und meine 3 Töchter sind in einem klinischen Setting geboren, aber alle ambulant. Und ich habe das Glück gehabt, selber natürlich geboren zu sein und auch, dass alle meine Kinder physiologisch zur Welt gekommen sind, ist natürlich ein großer Segen und nicht selbstverständlich. Bin in Hamburg geboren, war lang in München, 40 Jahre, habe dort meine Ausbildung gemacht, habe dort eine Klinik mit aufgebaut von 200 bis auf 2000 Geburten, hatte immer einen holistisch-psychosomatischen Ansatz, und den habe ich mitgenommen als Chefarzt, fast mein halbes Berufsleben, 20 Jahre war ich Chefarzt, zunächst in Viersen im Rheinland und jetzt zuletzt am Amalie-Siebelkind-Krankenhaus in Hamburg, und ich habe immer eine sehr traumasensible, babyfreundliche, frauenzentrierte, selbstbestimmte, interventionsarme Geburtshilfe gepflegt, vertreten, verteidigt an allen Ecken und Enden. Ich bin auch hochaktiv, bin ja nicht nur Geburtshelfer, sondern auch noch Psychotherapeut und bin schon viele, viele Jahre Präsident einer großen psychosomatischen Fachgesellschaft, und die vertrete ich auch bei allen Leitlinien und kann da so mein ganzes Wissen auch einbringen und freue mich auch darüber, dass das dort immer wieder und zunehmend gehört wird. Auch jetzt gibt es ja neue politische Strömungen, etwas für die Geburtshilfe zu tun. Auch da darf ich mitreden, werde ich nachgefragt und freue mich, dass ich das jetzt gerade frisch berentet alles noch gut machen und betreiben kann und darf. So, das mal kurz zu mir.
Ja. Und ich bin natürlich total froh, dass ich dich jetzt schon zum dritten Mal hier zu Gast haben darf, und du so bereitwillig hier mit uns sprichst und aufklärst und all die Fragen beantwortest, die ich natürlich gar nicht beantworten kann, weil ich mich ja nur mit der Psyche und dem Sag Mentalen, was nicht die nur, das ist ein Geburt, ganz nur wichtiger in Baustein. Anführungszeichen, genau, Ist ja genau das, was all fasse. das, worüber wir jetzt sprechen, vielleicht vermeiden kann. Ja. Ja. Gut, genau, ich würde als erstes gerne starten wollen mit der Geburtseinleitung. Vielleicht magst du dazu mal deine Erfahrungen mit uns teilen. Ja, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, mit dem man sich natürlich auch ein Leben lang beschäftigt hat und in letzter Zeit zunehmend, weil die aus vielen, vielen Gründen, die wir jetzt gar nicht erläutern müssen, dass die Anzahl an Leitungen gewaltig zunimmt. Es gibt inzwischen sogar eine Leitlinie dazu, die ich nicht in allem gut finde, aber in die natürlich einen gewissen Evidenzgrad hat, sprich einen gewissen Wissenschaftsgrad. Und Einleitung ist eigentlich heute fast mit die häufigste Intervention, die Frauen sozusagen ja mitmachen müssen. Ich komme aber immer beim Thema Einleitung, da gibt es durchaus wirklich handfeste medizinische Gründe, sowas zu machen. Aber gehen wir einfach nur von der Frau, die hat eine physiologische Schwangerschaft, alles ist gut. Sie kommt an den errechneten Termin und schon klingelt das Telefon, warum, die ganze Familie ruft an, warum ist denn das Baby noch nicht da? Und alle werden nervös und man vergisst völlig, dass nach wie vor gilt, dass wir überhaupt leider immer noch nicht wissen, was das steuert, wann eine Geburt losgeht und warum sie bei einem früher und beim anderen später losgeht. Wir wissen, dass es ein Teil Kinder gibt, die gehören zu den sozusagen Langliegern, ja, die einfach ein bisschen länger brauchen. Die können wir aber nicht identifizieren, das macht es ein bisschen schwierig. Wir haben ganz häufig auch ein Riesenthema mit dem Termin, den können wir oft gar nicht richtig dingfest machen, aber es das heißt, wenn wir ihn hundertprozentig wissen, wie bei einer Eizellspende zum Beispiel oder bei künstlichen Befruchtungen, auch da bleibt noch offen, weil wir das Kind nicht kennen und die Plazenta nicht kennen, wann da wer wo wie den Startschuss gibt. Und das macht es ein bisschen schwierig, das auch zu definieren, wann denn nun Einleitung sein muss. Aber man unterstellt, wir würden den Termin kennen, ist es trotzdem so, dass dieser Termin nicht in Stein gemeißelt ist. Nur 1% der Kinder kommen an diesem Termin zur Welt. Der Rest verteilt sich wie mit so wie einer Glockenkurve, die nennt man die Gaußsche Verteilungskurve. Und physiologisch ist in dem Zeitfenster 14 Tage vor der Geburt bis 14 Tage nach der Geburt, in der Zeit finden die physiologischen Geburten statt. Und natürlich findet sich eine Häufung rund um den Termin. Da ist sozusagen der Peak. Aber wenn wir uns einmal vorstellen, am Termin sind statistisch 50% der Kinder noch im Bauch der Mutter. Und die Natur würde nie irgendwie riskieren, dass das ein großes Risiko darstellt. So, jetzt kommen wir natürlich, wenn wir nach einer Woche, da sind noch 25, muss man sich auch vorstellen, da wird schon mitunter empfohlen, über Einleitung zu sprechen, schon wenn man 7 Tage über dem Termin ist, obwohl man noch gar nicht, man ist ja nur in der Terminüberschreitung, aber noch nicht in der sogenannten Übertragung. Da muss man die Begriffe genau auseinanderhalten. Bis 14 Tage über den Termin haben wir eine Terminüberschreitung. Ja, und eine gewisse, man weiß, dass bestimmte Frauen, wie zum Beispiel Frauen, die mit einem Zucker Probleme haben, wir wissen Frauen, die ein bisschen zu viel Gewicht auf die Waage bringen, auch ältere Frauen ab 40, dass deren Risiko, dass dann so in diesem Zeitfenster Terminüberschreitung 7 Tage bis 14 Tage, dass da mitunter auch mal trotz Überwachung unerkannt plötzlich was passiert, nämlich der Mutterkuchen nicht mehr arbeitet und es dem Baby schlecht geht. Diese Gruppen, aber nur diese, profitieren, auch das sagt die Leitlinie, möglicherweise von einer etwas frühzeitigeren Einleitung, ist aber ein ganz kleiner Teil. Bei den meisten kann man eigentlich locker bis errechnet Termin plus 14, also plus 2 Wochen gehen, weil das ist sozusagen der Range, in dem man sich noch halbwegs sicher bewegt. Jetzt kommt natürlich etwas Wichtiges dazu. Ab, wenn wir 14 Tage überschreiten, da muss man dann schon immer ganz genau hinsehen. Es ist aber aus meiner Sicht überhaupt kein Grund, was viele Kliniken machen, Frauen dann einen Kaiserschnitt vorzuschlagen. Man muss die Überwachung
engmaschig halten. Man wird dann natürlich spätestens auch mal sowas wie eine Einleitung machen, da reden wir gleich drüber. Aber man muss wirklich nicht Panik schieben und schon die Katastrophe sehen. Weil da sind immer Kinder dabei, die das locker tolerieren. Es gilt nur, die rauszufischen, denen es dann vielleicht möglicherweise auf kurz oder lang nicht mehr ganz so gut geht. Jetzt kommt natürlich eins dazu. Wenn man Einleitung richtig gestaltet, dann muss man sich auch noch einmal, muss man diesen Irrglauben ausräumen. Manche denken, da kriege ich eine Tablette oder irgendwas passiert und quasi es wird ein Hahn aufgedreht, Wehen kommen, Kind kommt. Das ist Quatsch. Einleiten heißt, dass ich Einleitungsversuche mache, ja. Auch dieser Begriff, der manchmal gebraucht wird, den finde ich auch ganz unglücklich, die sogenannte definitive Einleitung. Das heißt ja, okay, definitiv heißt, jetzt wird eingeleitet und wenn dann nicht in einem gewissen Zeitfenster Kind da ist, wird Kaiserschnitt gemacht. Der Begriff ist unglücklich, sondern es ist immer ein Einleitungsprozess, den ich anfange. Und da muss man eben unglaublich aufpassen, dass man das Gebärsystem nicht überfordert. Ja, man dringt ja quasi in einen sich selbst regulierenden Prozess ein, künstlich, mit was auch immer. Wir können über Einleitungsmethoden gleich noch sprechen. Aber eigentlich geben die sich nichts, weil alle das gleiche Ziel haben, irgendwie die Gebärmutter, die Hypophyse dazu zu bringen, Wehen zu erzeugen, vor Ort am Gebärmutterhals dafür zu sorgen, dass dieses Wehenmittel auch angenommen wird und wirken kann. Weil da geht es immer um das Gleiche, egal mit welcher Methode. Und das Wichtige ist, dass wir erstens vermitteln, dass es ein Prozess ist, der manchmal über Tage geht und dass wir auch verständlich machen, dass wir eben nicht, wie man das früher bei der programmierten Geburt in den 70er Jahren gemacht hat, irgendein Wehentropf auftritt, bis es die Gebärmutter halb zerreißt, Wehensturm kommt, was weder die Frau noch der Mutterkuchen noch das Kind vertragen und dann aus völlig unnötigen Gründen in Notkaiserschnitt gemacht wird, sondern wenn wir da ganz geordnet, in aller Ruhe, ja, mit eher niedrig dosiert rangehen. Also bei mir war es gang und gäbe, dass wir mit der Niedrigstdosierung angefangen haben, dass wir uns jedes Mal, bevor eine nächste Einleitungsmaßnahme anstand, nochmal wieder geguckt haben, hat sich was verändert, wie ist die Situation? Bei den Frauen, die schon Kinder haben, wenn die so ein bisschen Kontraktionen gespürt haben, hat man gefragt, fühlt sich das jetzt für dich schon wie Geburt an oder nicht? Und hat daraus abgeleitet, ob man noch mal was gibt oder noch mal ein bisschen wartet oder eine niedrige Dosierung gibt. Bei mir war es immer eine Entscheidung von Hebammen und Arzt zusammen, ob und was man in dem nächsten Zeitfenster dann gegeben hat. Das ist das eine. Das zweite ist, was ich für ganz, ganz wichtig erachte, Einleitungen in die Nacht hinein oder in der Nacht, was viele machen. Das macht man wirklich nur, wenn man mit dem Rücken an der Wand steht, ja, und wenn man das Gefühl hat, das muss jetzt kommen, weil eine Schwangerschaftsvergiftung sich dramatisch verändert, weil das Kind jetzt 18 Tage über dem Termin ist. Und solche Gründe, da muss man wirklich dranbleiben, auch nicht überdosieren, aber da muss man auch mal in die Nacht gehen. Ansonsten, es ist ein völliger Quatsch, weil die Nacht die Zeit ist, wo der Parasympathikus wirkt und in den meisten Fällen eh die Tendenz besteht, dass von alleine Wehen kommen. Ja, man muss sich dann auch noch mal einmal vor Augen führen, dass an jedem Tag, den ich über einen Termin bin, auch die Wahrscheinlichkeit, dass von alleine Wehen kommen, 5 bis 7% ist. Die kann ich ja auch noch mal nutzen und die nutze ich vor allem in der Nacht. Wichtig ist, dass die Frauen auch nicht so erschöpft sind, was man dann immer erlebt. Dann wird um 10 Uhr noch irgendein Medikament gegeben. Dann muss natürlich kontrolliert werden. Die Frau spürt es, sie kann nicht schlafen. Dann kommt sie vielleicht zur Herztonkontrolle. Dann stellt die Hebamme fest, oh, das ist aber sehr schläfriges CTG, was ja da ganz normal ist. Aber sie denkt dann, okay, da könnte ja auch was dahinter stecken, dass es dem Kind nicht gut geht. Dann wird nochmal ein CTG um 3, um 4 geschrieben. Und die Frau ist durch am nächsten Morgen. Ja, und wenn sie das 3 Nächte durchgemacht hat, schreit sie nach Kaiserschnitt. Das ist völlig klar. Also muss die Nacht Ruhe lassen. Man kann übrigens auch Einleitungen heute ohne jedes Problem und zukünftig noch besser, wenn wir mehr Telemedizin und mehr digitale Möglichkeiten noch nutzen,
kann man auch eine Frau mit einer Einleitung durchaus dann nachts nach Hause schicken. Das haben wir auch oft gemacht. Das ist überhaupt kein Problem, ja. Und das ist ja eine ganz, ganz große Seltenheit. Also das habe ich bei dir auch mit Staunen gehört, dass du das eben auch gemacht hast in der Klinik. Das ist aber, soweit ich weiß, nicht normal, ne, in den Ja, aber da muss Kliniken. man auch noch einmal Folgendes sich vor Augen führen. Der Vorteil auch von einer Einleitung ist, dass ich ja, und das haben wir übrigens auch immer mal genutzt, wenn wir nicht so sicher waren mit dem Termin, ja, du testest ja durch diesen Stress, den du mit der Einleitung machst, du machst einen Stress für Mutter, Kind und Mutterkuchen, automatisch, wie Reserve da noch da ist. Und du kriegst mit jeder Einleitungsmethode immer ein paar Wehen her und kannst dann aus der Art und Weise, wie Kind, Mutterkuchen, Mutter drauf reagieren, rückschließen, okay, da scheint wirklich alles in Ordnung zu sein. Und wenn ich jetzt an einem Tag zweimal eine Einleitungsmaßnahme gemacht habe und ich stelle fest, durchwegs super Herztöne, weiß ich, da kann ich völlig ohne jeden Gedanken die Frau über Nacht nach Hause schicken, ja. Wenn man sich unsicher ist, so kommt die halt noch einmal um 10 für ein CTG, fährt aber dann zum Schlafen nach Hause. Und man glaubt gar nicht, wie viele dann wie üblich um 2, 3 physiologisch ihre Wehen kriegen und keine Einleitungsmaßnahmen mehr brauchen. Das ist das eine Grundprinzip. Das zweite ist, zwar auch bei uns, immer so maximal 2 Tage einleiten und dann immer einen Tag Pause machen. Ja, das ist ganz wichtig, auch dann die Frau nochmal nach Hause schicken. Alles ganze System fährt nochmal runter, alle kommen in die Entspannung, der Parasympathikus kann wirken, ganz viele kommen von ganz allein und dann erst am 4. Tag wieder eine Maßnahme treffen. Dann geht es auch darum, dass man auch die Methodik mal wechselt, weil es sehr unterschiedlich, wer auf was anspricht. Ja, manche, da geht es mit den Tabletten ganz gut, bei anderen geht es nicht, da muss man dann so ein Gel in die Scheide einlegen. Dritte, vor allem die Frauen, die schon mal operative Geburten hatten, Kaiserschnitt zum Beispiel, wo man so ein bisschen Sorge hat, dass mit Einleitungsmaßnahmen man diese Narbe zu sehr stresst, die profitieren manchmal von leider invasiven, aber dann doch sehr hilfreichen Methoden, dass man einfach, so wie man das früher auch mal gemacht hat, den Muttermund künstlich aufdehnt. Da gibt es so Stäbe, die man einführt, die sich aufquellen, aber es gibt auch so einen Dehnungsballon, den man einbringen kann und der darüber durch diese Dehnung des Gebärmutterhalses sozusagen diese Hormonkaskade in Gang setzt, die dann zu Wehen führt. Da gibt es also viele, viele Methoden, die man da heute anwenden kann. Aber ich bin nach wie vor überzeugt, dass man für eine Einleitung einen sehr, sehr guten Grund braucht. Das muss man immer sehr gut überlegen. Die häufigsten Einleitungen, finde ich, unnötigen passieren. Das war bei uns absoluter Standard, weil sich keiner die Mühe macht, noch einmal, und da braucht man eine halbe Stunde manchmal dafür, den Termin nochmal nachzurechnen. Man glaubt gar nicht, wie viele da völlig falsch unterwegs sind und der völlig die ganze Schwangerschaft falsch bewertet wurde und dann machen wir das und dann dann fallen oft viele aus den Wolken, weil man feststellt, du hast noch eine Woche Zeit. Ja, es spricht alles dafür, ja, dass das jetzt noch nicht reif ist. Wir leiten jetzt nicht ein. Ich habe auch manchmal in meiner Klinik, wenn ich dann geholt wurde, oh, die ist jetzt ET plus 14, habe ich dann immer noch mal nachgefragt, aber Leute, ihr habt schon ordentlich Termin nachgerechnet und dann ist das auch mitunter mal vergessen worden, dann habe ich das noch mal gemacht. Also das ist ganz wichtig. Dann finde ich auch wichtig, dass man wenn man so Grenzthemen hat, also ich bin ET plus 14. So, und ich will aber auch noch mal neben meinen quasi objektiven Parametern, die ich erheben kann, ich kann Ultraschall machen, Doppler, Herztöne aufzeichnen und so weiter, will ich einfach auch noch mal diese innere Gestimmtheit und Weisheit auch der Frau abrufen. Und das kann man sehr schön mit dem von mir entwickelten sogenannten Wüstentest machen. Der sieht so aus, dass ich die Frau frage, jetzt stellen wir uns mal vor, Stand jetzt, Sie sind irgendwo in der Wüste und da gibt's Wasser zu trinken, es ist Schatten da, es ist Gott sei Dank auch nicht so heiß, aber Sie sind ganz allein hier mit Kind und Bauch und niemand ist da und keiner ist ansprechbar. Aber hier gucken Sie da in der Palme, das ist ein Deckel, können Sie aufmachen, das ist ein roter Knopf, den können Sie drücken und dann kommt ein Hubschrauber oder ein Flieger, holt Sie und rettet Sie, bringt Sie in die Klinik zu einer Hebamme. Und dann frage ich immer, wenn Sie jetzt so in sich reinhören und Sie wissen jetzt, Sie sind ganz schön über der Zeit und
Wir haben zwar das Gefühl, Ihnen und dem Kind geht's gut, aber ich will mal wissen, ob Sie das sozusagen durch Ihre innere Stimme Ihnen auch vermittelt, dass es Ihnen und Ihrem Kind gut geht. Wie wird es Ihnen denn jetzt gehen, wenn Sie sich jetzt in diesen Wüstensituation reindenken, würden Sie jetzt auf den roten Knopf drücken, auf den dürfen Sie nur einmal drücken. Dann war es total spannend, weil ganz viele Frauen dann eben gesagt haben, nö, ich würde den nicht drücken, mir geht's gut, ich habe ein gutes Gefühl. Und es war für mich ein wichtiger Puzzlebaustein bei der Frage, wie man weiter verfährt. Wenn hingegen eine Frau gesagt hat, nee, ich glaube, ich würde jetzt den roten Knopf drücken, dann würde ich natürlich nochmal genau nachfragen, ja, was glauben Sie denn, ist da gerade so im Busch, was macht Ihnen denn gerade Angst? Und wenn die sagst, einfach mein sechster Sinn, mein Muttergefühl sagt, dem Kind geht's nicht mehr lange gut, dann hat es die Entscheidung mit beeinflusst. Und das wird viel zu wenig gemacht, weil die Frauen haben. Die müssen nicht ein Kind geboren haben, das haben sie auch. Wenn die richtig gut in sich reinhören, haben die einen sechsten Sinn. Den haben wir ja auch, den bringen wir ja auch mit. Ja, bei uns ist der getragen von viel Erfahrung und vielleicht ein bisschen Evidenz und von dem, was wir so erlebt haben im Leben. Aber die Frauen tragen das irgendwie fast kollektiv im Unterbewussten mit sich. Und das kann man abrufen. Und das ist eine wunderbare Methode, um sowas auszutitrieren. Dann ist nicht jeder anders. Ich hatte mal eine Frau, die war 20 Tage über dem Termin. Und die habe ich jeden Tag aufgeklärt und vor allem darüber, dass ich ihr gesagt habe, ich habe jetzt nicht Sorge um ihr Kind, aber was ich für eine Sorge habe, ist, dass sie dann doch mal we mit Wehen kommen. Und dann kann der Mutterkuchen, der dann stark unter Stress gerät, weil er ja während der Geburt das Kind auch in der Wehenphase, wo überhaupt kein Blut fließt, trotzdem ausreichend versorgen muss. Und wenn Mutterkuchen dann so überaltert ist, kann er das manchmal nicht mehr. Und dann ist es auch wesentlich häufiger, dass man dann aus diesem Grund einen Kaiserschnitt machen muss. Und das habe ich mit der Frau besprochen. Und die hat gesagt, das ist nicht mein Thema. Mein Thema ist, dass ich möchte, dass dieses Kind seinen Geburtszeitpunkt selbst festlegt, soweit möglich. Und es kam der Tag der Tage, und ich glaube, 21 Tage über den Termin kam sie, und es war leider wirklich so, Blasensprung, kaum mehr Fruchtwasser, ganz dickgrün, ganz schlechte Herztöne, man musste Kaiserschnitt machen. Und am nächsten Tag ging ich dann und habe gratuliert und fand eine total glückliche Frau, die sagte, das ist überhaupt kein Problem für mich gewesen mit dem Kaiserschnitt. Und ich bin so froh, dass sie das mitgemacht haben. Und ich habe hier mein Kind und es hat das bekommen, was ich glaubte, für mein Kind gut ist. Und ich habe das quasi in Kauf genommen. Es ist very special, aber ich will nur sagen, man ist in so einem riesen Kontinuum von Wünschen und Vorstellungen. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Dann kommen die erschöpften Frauen, ja? Die sagen, ich kann nicht mehr, ich halte die Schwangerschaft nicht mehr aus. Ich brauche jetzt Einleitung in der 38. Woche. Die gibt es ja auch zunehmend. Und das ist wirklich schwierig, ja, weil da gibt's wirklich, da sind welche dabei, die sind nicht unlustig oder haben keinen Bock mehr, sondern die sind wirklich schwerst belastet von dieser Schwangerschaft. Und die muss man hören, die muss man ernst nehmen und muss auch mal Kompromisse eingehen. Und dann ist es manchmal besser, man macht Einleitung, als dass man den gleichen Kaiserschnitt macht. Und dann muss man halt auch da achtsam rangehen, muss gucken, was die für Beschwerden haben, muss gucken, ob man da irgendwie eine Linderung hinbekommt, wenn sie Schmerzen oder sonst was haben, und muss aber auch ihnen erklären, hör zu, auch bei dir können wir den Hahn nicht einfach aufdrehen und Baby kommt, auch du musst in diesen Prozess, mach da bitte, bitte mit. Und wenn man das, wir haben so ein Fallblatt entwickelt, wo wir auch unsere Methode dargestellt haben und die Frauen wirklich auch zur Geduld verpflichtet haben, ja, und ihnen auch gesagt haben, du, es dauert auch mal bei uns 5, 6, 7 Tage, ja, und da geben wir auch nicht auf. Und solange es dir und deinem Kind halbwegs gut geht und du nachts auch mal zu Hause schlafen kannst und darfst, kann man da durchaus mitmachen. Ja, die Frage ist auch immer, wie lang bringt denn Einleiten was? Es gibt ja Fälle, wo das frustran ist, wo du reinkippen kannst, möchte fast sagen, was du willst, und der Körper reagiert einfach nicht, da gibt es viele Gründe dafür. Manchmal auch genetische, manchmal liegt es einfach an so einer Hormonresistenz. Ja, also es gibt so natürlich Untersuchungen, bis wann sowas Sinn macht, aber ich glaube, der begrenzende Faktor ist immer die physische und psychische Belastbarkeit von Mutter, Kind und Plazenta, und die definiert, wann man dann
sozusagen dann ja auch leider manchmal zum Skalpell greift. Aber so Ja. finde ich, muss man mit Einleitungen umgehen, dann und sie kritisch indizieren, genau gucken, muss das jetzt wirklich sein, das dann richtig gestalten und dann macht Einleiten auch durchaus Sinn. Ja. Und gibt es eine Einleitungsmethode, die du bevorzugst, oder guckst du da auch individuell? Ja. Natürlich gucke ich individuell, aber ich muss wirklich sagen, da gab es ja einen Riesenstreit. Das hast du ja mitbekommen. Es gab ja oder es gibt ein Medikament, das wirklich eingesetzt wurde. Man hat entdeckt, dass ein Magenmittel, ein Prostaglandin-Derivat, komischerweise auch in der Lage ist, Wehen auszulösen. Ein Prostaglandin, bekannt geworden unter dem Namen Zytotec. Und man hat die Dosierung angepasst und hat dieses Mittel gerne eingesetzt, weil es hochwirkungsvoll war oder ist nach wie vor und weil es eine relativ elegante Applikationsform war, einfach nur eine Tablette nehmen. Ne? Vorher hatte man nur Möglichkeiten, entweder invasiv mit dem Oxytocin, mit dem Wehmittel, was das schlechteste aller Einleitungsmittel ist, aus vielen Gründen. Und eigentlich nur ganz in ganz besonderen Fällen zum Einsatz kommt. Und das andere sind eben diese Prostaglandine, die man über ein Gel in die Scheide einbringt oder über ein sogenanntes Insert, von dem habe ich nie was gehalten, das halt dauerhaft dieses Prostaglandin abgibt und dann über die Zeit zu Wehen führt. Aber eben auch sehr häufig eben zu einem Wehensturm, also zu einer übertriebenen Reaktion. Und als dann aufkam, auch zu Recht von der Presse und Medien hochgespielt, natürlich, ich habe da viele Interviews gegeben, dass es infolge einer Fehlanwendung dieses Medikaments gehäuft zu Wehenstürmen gekommen ist im Lande, mit zum Teil auch unguten Folgen für Mutter und Kind. Das wurde sehr breit getreten, wurde also das heftig kritisiert, dass es dieses Medikament überhaupt gibt und es sollte vom Markt und nicht mehr eingesetzt werden. Es hatte auch in dem Sinn keine Zulassung und dann hat eine Firma aber jetzt die Zulassung erreicht. Das Medikament hat sich vom Preis natürlich verzehnfacht, aber das ist heute Standard. Es ist auch eine relativ niedrige Dosierung, die da gegeben wird. Und es war interessant, ich wurde aufgefordert, dieses Medikament zu beurteilen für das Bundesministerium für Gesundheit. Und ich bin eigentlich auch zu dem Schluss gekommen, dass das Medikament im Kern gut ist, aber so wie die Anwendung empfohlen wird, auch für mich immer noch überdosiert wird, weil da diese 25 Mikrogramm wird empfohlen, alle 2 Stunden zu geben. Und ich halte alle 4 Stunden für völlig angemessen und ausreichend. Das habe ich auch kommentiert. Es hat sich aber nicht durchgesetzt. Würde ich aber, ne, dieses, und das ist aus vielen Gründen einfach mein Lieblingsmedikament. Warum? Weil es, finde ich, die traumasensibelste Form der Einleitung ist. Ich gebe einfach nur eine Tablette. So, alles andere, was man so macht, von die Blase eröffnen, ein Venentropf, da muss die Frau liegen oder hängt an so einem Tropf. Die ganzen Gele, wo die Frau auf den Stuhl muss, auch der Ballon, da wird manipuliert, gemacht. Ja, ich stelle mir vor, traumatisierte Frauen mit Gewalterfahrung, dann werden diese Gele da mit 2 Fingern irgendwie, müssen die an die richtige Stelle positioniert. Ne? Früher gab es auch Tabletten, die dann ganz hinter den Muttermund gelegt wurden. Also alles aus meiner Sicht heute in der ganzen Diskussion um traumasensibles arbeitende Gewaltdebatte, finde ich, muss das Reserve bleiben, weil das richtig angewendete Angusta, so heißt dieses Medikament, aus meiner Sicht nicht nur das nebenwirkungsärmste und effektivste, sondern auch im weitesten Sinne traumasensibelste Form der Geburtseinleitung ist. Ja. Klappt nicht immer, ist nicht jedermanns Sache, man muss dann auch mal switchen, also umstellen. Bei Frauen im Zustand nach Kaiserschnitt darf man es nicht geben. Da ist die Datenlage unsicher. Kann aber sein, dass sich es nochmal verändert und man es dann doch geben darf. Das ist aber noch nicht so evident. Aber bei Frauen im Zustand nach Kaiserschnitt, da muss ich halt auf die Gele umsteigen oder auf diese Ballonmethode, die nach Ansicht vieler, und da gibt es auch Daten dazu, sehr sicher ist und auch ganz selten mal einen Wehensturm auslöst. Man darf aber nicht vergessen,
Achtung, Achtung, nicht jeder Wehensturm, den eine Frau bekommt im Zuge einer Einleitung, ist auf die Einleitungsmaßnahme zurückzuführen. Ja? Also es gibt mal Fälle, dann habe ich hier mein Anguster gegeben. Ich weiß, das wirkt maximal 4 bis 6 Stunden. Und wenn die Frau dann 10 Stunden später einen Wehensturm bekommt, dann hat es mit dem Medikament nichts mehr zu tun, sondern liegt in der Natur der Sache. Auch die physiologischen Geburten sind nicht gefeit davor, dass der Körper mal zu viel Oxytocin ausschüttet und die Wehen wirklich ohne Pause kommen, was mit das Belastendste ist, was Frauen erleben, wenn die Pausen wegfallen, und diese, ne, ein Drittel der Geburt ist Wehe, 2 Drittel ist Pause. Wenn das schon nur 50-50 ist, wird eine Geburt fast unerträglich und das muss man unbedingt regulieren. Und natürlich, jede Einleitung birgt dieses Risiko der Überstimulation, das muss man wissen, aber es ist umso seltener, je mehr ich dem Pfad der Geduld gehe. Ja, das ist gut, dass du da nochmal jetzt so genau auch drauf eingegangen bist, ne? Wie sollte das dosiert werden? Vielleicht nicht so, wie es empfohlen wird, sondern vielleicht tatsächlich weniger. Also das, was ich so mitbekommen hatte, war auch dadurch, dass es ein Off-Label-Use war zuvor, dass es irgendwie dann darum ging, wir brauchen jetzt eine Vierteltablette. So. Und dann sah ich irgendwie die Hebamme, die dann da versucht hat, eben eine Vierteltablette. Und da denke ich dann, das ist natürlich auch total ungenau. Es ist schön, dass es jetzt dann ein Medikament gibt, was dann eben auch wirklich für Ja, aber da Frauen muss man entwickelt wird. sagen, dass diese Tabletten zerbrochen und zerbröselt und dann irgendwie so ungefähr gegeben wurden. Ja, in der Anfangszeit war das wirklich so, aber das war in keiner Klinik so, die das routinemäßig eingesetzt haben. Da haben die Apotheker wirklich aber mit der Mikrowaage exakt Tabletten draus gemacht und mit einer wirklich auf 0,1% genauen Dosierung. Und sonst wurde das nicht ausgegeben. Ne? Aber dieses in Entwicklungsländern war es natürlich üblich, diese Zytotec-Tablette, die es ja auch günstig auf dem Markt gab und die man vierteln konnte. Aber wenn einer nur, ja, wenn einer da nicht ordentlich gebrochen hat, dann war halt in der einen nur die Hälfte und der anderen das Doppelte drin. Und schon hatte man diese Verschiebungen auch in der Wirkung. Das ist schon klar. Wir können ja vielleicht ganz kurz, du hattest gerade schon in unserem Gespräch vor der Aufzeichnung gesagt, PDA wäre nochmal eine eigene Folge wahrscheinlich, um da nochmal drüber zu sprechen. Und dennoch fände ich es toll, wenn du jetzt kurz dazu was sagen könntest, weil wir jetzt gerade eben diesen Wehensturm als Thema hatten. Du bist ja nicht der PDA abgeneigt. Vielleicht kannst du dazu was sagen. Naja, also man muss einfach sagen, es ist, wenn wir ein Thema haben und das haben wir halt häufig bei Geburten, gerade heutzutage, ja, aus vielen Gründen. Und diese Hauptbelastungen, die im Einzelfall bei einer Geburt ein Thema sein können, ja, das sind ja im Grunde 4: 3 alte und eine neue. Das ist ein gewisses Maß an Angst, was mit reinspielt. Der Schmerz, die daraus resultierende oder vielleicht auch das auslösende Anspannung, so wie Dick Reed es ja mal formuliert hat. Und wir haben aber heute noch einen vierten Faktor, das ist der energetische Faktor. Ja? Also wir haben häufig mal Frauen, die ein energetisches Problem haben oder bekommen bei langwierigen Geburten. Und wir haben Frauen, die ein Thema mit massiver Anspannung haben, die mit ihrer Lebenslage möglicherweise zu tun hat. Und wir haben auch immer mehr Frauen, die körperlich nicht in Top-Verfassung sind, ja, und eigentlich sein müssten, weil Geburt wie ein Marathon oder ein Achttausender ist. Und da kommen viele an ihre Grenzen. So, und wir müssen immer genau hingucken, wo jetzt gerade unser Thema ist. Und wenn das Thema wirklich Schmerz ist, und Hypnobirthing hilft nicht, dann gibt es natürlich verschiedene Mo Möglichkeiten, mit dem Schmerz umzugehen. Und natürlich ist, wie wir es so schön nennt, Loving Tender Care, die 1:1-Betreuung, mehr oder weniger das beste Schmerzmittel oder die Anwesenheit eines Vertrauten bei der Geburt. Aber manchmal hilft es nichts. Und auch die Entspannungswanne und was es alles an Homöopathie und vielleicht noch anderen Verfahren gibt. Und dann kommt ja die nächste Stufe und dann kommen die sogenannten Opiate.
Und da muss man wahnsinnig aufpassen. Ja, da ist derzeit das sogenannte Nalpain en vogue. Und was da für ein Fehler gemacht ist, das weiß ich aus den Nachbesprechungen, auch aus der eigenen Klinik, dieser Einsatz wird nicht ordentlich aufgeklärt. Ja, und da gibt es zwei Aspekte, die unbedingt aufgeklärt werden müssen. Das eine ist, dass das zur Übelkeit führen kann. Deswegen sollte man fast routinemäßig ein Mittel gegen Übelkeit mitgeben. Und das Zweite ist, ist ganz, ganz interessant. Dieses Medikament macht ja so eine gewisse Dösigkeit. Ja, das reicht bis zu ein bisschen so einem medikamentösen, opiatbedingten Mhm. Rauschzustand. Es ist aber immer verbunden mit so ein bisschen ein Gefühl von Kontrollverlust. Und das kann für Mhm. eine total angenehm sein, aber für eine andere Frau, die dann plötzlich merkt, ey, das ist alles nicht, ich habe das alles nicht mehr so im Griff, ich kann es nicht mehr so kontrollieren, es ist ein Albtraum, ja. Ja. Und das muss aufgeklärt werden. Da muss man auch genau gucken, wem man sowas gibt, ja. Und Ja. das wird viel zu wenig gemacht. So, das ist das eine. Wenn dann alle Stricke reißen und man gibt jetzt kein Lachgas, das wäre, also ich bin kein Freund von Lachgas, das ist aber sicher etwas, was man noch diskutieren kann. Es hat möglicherweise im Einzelfall auch mal Vorteile und ich habe auch nichts dagegen, wenn es Leute gibt, die es anbieten. Aber ich habe persönlich da ehrlich gesagt nie eine echte Notwendigkeit gesehen und eigentlich mehr Nachteile als Vorteile. Aber das kann man diskutieren, das lasse ich jetzt mal außen vor. Aber irgendwann ist ja wirklich die Diskussion, brauchen wir jetzt vielleicht eine gut sitzende, gut gesteuerte Periduralanästhesie. Und da muss ich sagen, ist es heutzutage bei den Themen, die wir dann haben, und zwar all diesen Themen, ist PDA genau das Richtige. Das ist eben nicht, und es wird völlig oft falsch eingesetzt, etwas, was ausschließlich auf den Schmerz fokussiert. Sondern es ist auch etwas, was die Angst moduliert, ja, weil der Schmerz plötzlich einfach mal weg ist, was die Energie moduliert, die kann nicht wieder aufgefüllt werden in der Zeit, wo die wirkt, ja. Und deswegen nannte ich die PDA nicht mehr Periduralanästhesie, sondern es hieß bei uns P, Pause, D, durchatmen, A, auftanken, ja. Und das ist für mich der Haupteffekt der PDA. Und damit der überhaupt zum Wirken kommt, ja, muss ich auch wirklich eine Pause machen. Und da kommt der erste große Fehler. Wenn eine PDA gelegt wird, dann wird immer unterstellt, es führt automatisch zu einer Venenschwäche. Es führt auch zu der Idee, ah, jetzt ist die Frau schmerzfrei, jetzt kann man ja richtig auf die Tube drücken, ja, und dann wird sofort, wird diese Venenschwäche quasi behandelt. Es wird so fast automatisch neben der Flüssigkeit, die gegeben wird, weil eine Periduralanästhesie mal zum Blutdruckabfall führen kann, wird sofort der Oxytocintropf drangehängt und das halte ich für einen absoluten Schwachsinn. Entschuldigen, wenn ich das so deutlich ausdrücke, sondern ich muss wirklich erstmal Pause machen. So, und es passiert nichts, sondern hat die Frau halt keine Wehen. Wo ist das Problem? Und sie döst mal und sie schläft. Und alles erholt sich. Die Gebärmutter, das Kind, ja. Und dann kann man vielleicht überlegen, je nach Geburtssituation, ob man dann irgendwann so eine, wenn ich so eine Dosis spritze, dann hält es so 1,5, 2 Stunden. Man kann das bis zu 3, 4 Mal nochmal geben, bis das ausgereizt ist. Also man hat viel Zeit. Natürlich ist es, manchmal wird es manchmal eng, wenn man bei einer Frau oder Mutter, man gerade mal so ein bisschen offen ist, schon eine Periduralanästhesie legen muss, sowas gibt's, da kommt man halt mal nicht drum rum. Da muss man, da kann man aber auch, und das ist das Tolle, bei der PDA gibt es zwei Medikamente. Das eine ist mehr oder weniger so eine Lokalbetäubung und das andere ist auch ein Opiat, was sozusagen da an die Nerven herangegeben wird und dort dann die schmerzstillende Wirkung macht. Man kann auch das trennen und gibt nicht beides auf einmal, sondern gibt erst dieses sogenannte, meisten Kliniken nennt sich das Ropivacain, das ist also ein Lokalanästhetikum. Und das reicht manchmal auch völlig aus, um gerade in den Fällen, wo man sehr früh eine Periduralanästhesie anlegt, zumindest so viel Schmerzreduktion zu erreichen, dass das alles wieder händelbar und aushaltbar wird. Also das kann man schön
da kann man gut arbeiten. Und dann könnte man es quasi nacheinander geben, also Und dass dann man kann man das sozusagen so die lang Dauer. geben, genau, wie das ausreicht. Und wenn man merkt, oh, jetzt geht der Muttermund auf und die Belastung wird größer, kann man das andere Medikament noch mit dazugeben. So. Ja, Problem bei der weil Pille. wenn ich jetzt so an ganz, Entschuldigung, wenn ich jetzt so an Ja. ganz lange Geburten denke, also bei mir war ja die erste, hat dann 17 Stunden gedauert und zu Beginn hatte ich schon ziemlich bald 2, 3 Zentimeter geöffnet, dann hätte das ja gar nicht ausgereicht sozusagen. Ja, natürlich. Das ist eben genau der Punkt, dass das Zeitfenster wird natürlich ein bisschen kleiner, in dem Moment, wo eine PDA gelegt wird. Aber es ist da und also in der Regel reicht es dann auch. Und dann kommt ein nächster wichtiger Punkt. Wenn man jetzt so das Gefühl hat, so der Muttermund geht dann irgendwie gut auf und das Köpfchen kommt so ein bisschen runter. Und dann ist immer so die Frage, wann lässt man sozusagen denn die Wirkung der Peridural-Anästhesie ausschleichen? Ja, weil wir wollen ja irgendwann mal erstens auch wieder die Gebärmutter mit im Spiel haben und auch das Gefühl der Frau nicht völlig wegblasen mit der PDA, sondern wir wollen ihre Mitarbeit haben. Und wir wollen sie auch wieder, und da kommt ein wichtiger Punkt, in die Mobilität bringen, die wir ja gerade am Ende in der Austragsphase auch irgendwie unbedingt brauchen. Und dann nützt es uns nichts, wenn die Frau gar nicht die Beine bewegen kann. Also das soll ja die PDA gar nicht machen. Sie soll nur so motorisch, sie soll nicht eben nicht motorisch blockieren, sondern nur die Schmerzen nehmen, aber die Motorik erhalten, dass Frauen eben auch rumlaufen können. Das nennt man diese sogenannte Walking PDA. Das kann man so steuern. Das ist ja auch sinnvoll. Es gibt, da haben wir gerade in der Leitlinie vaginaloperative Geburt heftig gestritten, aber es gibt wohl ziemlich starke Daten dafür, dass Frauen, die eine PDA haben, in der Austrittsphase nicht mobilisiert werden sollen, weil die dann gehäuft vaginaloperative Geburten haben. Das deckt sich überhaupt nicht mit meiner Erfahrung, weil ich auch mal behaupte, wenn die PDA einfach nicht mehr so wirkt und die Frau komplett mobil ist, dann soll sie auch mobil sein, obwohl sie eine PDA hatte. Ja, wenn die natürlich noch wirkt, dann kann es schon sein, dass es stimmt, aber wir haben bei uns eben geguckt, dass wir die PDA ausklingen lassen, ja. Und dann, erst dann, macht es auch wirklich Sinn, mit Oxytocin das vielleicht noch zu unterstützen, wenn eine Wehenschwäche vorliegt. Manchmal ist es auch so, dass es dann auch so hopp oder top ist, dann hat man die PDA zigmal aufgespritzt, es geht nicht so richtig vorwärts und dann sagt man, okay, jetzt machen wir noch einen letzten Versuch. Die PDA geht jetzt raus. Und im Rausgehen steigern wir den Wehentropf und machen alle Maßnahmen, um zu gucken, dass dieser Kopf vielleicht doch noch tiefer tritt und wir den Kaiserschnitt vermeiden können und oder eben andere Interventionen treffen, die aber dann schließlich doch zur vaginalen Geburt führen. Also das wäre so das Konzept und das Verständnis von PDA und das wird leider nicht immer so gefahren. Gibt es andere Schemata bei uns, haben wir das sehr erfolgreich gemacht und ich glaube auch die was ganz bitte auch zur Beruhigung mitnehmen. Es gibt keine Daten, die da sagen, dass das Anwenden von PDA jetzt die Kaiserschnittrate in irgendeiner Weise erhöht. Ja, vielleicht im Einzelfall, aber overall gesehen ist eine PDA eine Maßnahme, die aus meiner Sicht eher Kaiserschnitte spart oder dazu führt, dass man weniger Kaiserschnitte machen muss, als wenn man es nicht hätte diese Methode. Also immer, immer das Nutzen. Ich kann mich noch gut erinnern an einen Fall, eine Frau, die absolut keine Intervention wollte, aber völlig am Ende war, energetisch, auch die Schmerzen nicht mehr aushielt, komplett angespannt war und die dann nach Kaiserschnitt schrie und jetzt bitte in Vollnarkose. Und ich dachte, das geht ja gar nicht, dass die jetzt sozusagen von dem einen Stern plötzlich auf den anderen möchte. Und habe sie auf Knien angefleht, habe gesagt, bitte, 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 lassen Sie doch die PDA, die Sie die ganze Zeit nicht wollten, bitte jetzt machen. Und wenn Sie dann entspannt sind, keine Schmerzen haben, dann komme ich wieder. Und wenn Sie dann immer noch sagen, hey, Lütje, ich will jetzt den Kaiserschnitt in Vollnarkose, dann kriegen Sie natürlich, weil dann können Sie auch wirklich eine selbstbestimmte Entscheidung treffen. Jetzt sind Sie so in einem Film In der drin, Not, der nicht ja. der ihre ist, der sie unfähig macht, an irgendwas anderes zu denken als Beendigung dieses Dramas. Und es war eine halbe Stunde, hat die gebraucht, bis die da eingewilligt hat. Und dann kam die PDA und 2 Stunden später hatte sie dann am Tag ihr Kind im Arm.
Und ich bin natürlich nochmal hin und sie war so heilfroh, dass wir die Selbstbestimmung richtig handeln. Ja, das ist jetzt, Selbstbestimmung heißt nicht Wunscherfüllung, sondern heißt sich zu überlegen, ist eine selbstbestimmte Entscheidung jetzt auf der Basis des Mindsets und der Haltung, die diese Frau ja mitgebracht und gezeigt hat, ist es jetzt angebracht, ihren Kaiserschnitt zu machen? In vielen Kliniken würde man sagen, ach ja, sie haben ja auch jetzt so gekämpft und klar, und jetzt ist auch mal Schluss und natürlich kriegen sie jetzt gleich den Kaiserschnitt in Vollnarkose. Das ist nicht Selbstbestimmung, sondern man muss überlegen, was ist der mutmaßliche Wille, wenn jetzt nicht dieser Zustand so katastrophal wäre. Und das hat sie dann auch im Nachgang nochmal für ganz toll erachtet, dass wir nicht gleich das Messer gezückt haben, sondern sie bekniet haben, nochmal diesen Zwischenschritt zu machen, der ja dann wirklich zum Ziel geführt hat. Nur ein schönes Beispiel dafür, wie PDA dann eben auch positiv wirken kann. Haben wir übrigens auch ganz häufig, wenn außerklinische oder Hausgeburten abgebrochen werden, auch wegen des Themas Schmerz. Und dann bekommen die Frauen die PDA und die meisten von denen binden dann wunderbar entspannt und gehen gleich wieder nach Hause. Also es ist schon eine tolle Sache, muss man sagen. Aber auch da, wie bei jeder Intervention, es kommt gar nicht so darauf an, was wir tun, sondern vor allem, wie wir es tun und wie wir den Rahmen drum setzen. Das ist viel entscheidender. Ja, und was ich meinen Teilnehmerinnen sage, ist halt, es ist total in Ordnung, wenn du in eine Überforderung gerätst, ne? Du brauchst Hilfe von außen, dir die PDA zu gönnen und bleibst aber dabei. Ja, das heißt, du kommst dadurch wieder zurück in diese Superkonzentration, diesen hypnotischen Trance-Zustand und Genau. dann kann die PDA eben wieder ausschleichen und dann bist du aber wieder sozusagen auf der Spur und Genau. kannst wieder dich gut konzentrieren und es geht dann gut weiter und es passt total zu dem, was du auch Ja, erzählst, ne? genau. Es öffnet Türen für ganz viel und eben auch für dein Konzept außer Frage, klar. Ja, total schön. Ich würde gerne noch eine letzte Intervention besprechen, weil ich das Gefühl habe, also für heute, ich glaube, wir machen noch eine weitere Folge, aber für heute würde ich gerne noch eine letzte besprechen wollen, nämlich, beziehungsweise würde ich dich jetzt gerne fragen wollen, was wird denn den Frauen häufig unter der Geburt angeboten? Also zum Beispiel sowas wie, wir würden jetzt mal einen Venentropf anschließen wollen, oder ist es eher sowas wie, wir würden jetzt mal die Fruchtblase eröffnen wollen? Das sind so Sachen, die mir halt viel gefeedbackt werden. Was gibt es denn, wenn du so denkst, ist ein Geburtsprozess, der dauert vielleicht ein Weilchen? Was wird am ehesten da nochmal der Frau dann nahegelegt, was jetzt vielleicht an Interventionen gemacht werden soll? Also wenn wir jetzt mal so eine ganz normale Geburt nehmen, ja, und was ist denn so sozusagen in diesem Spannungsfeld von noch halbwegs physiologisch, aber dann vielleicht doch ein bisschen sich in die Länge ziehend und ein bisschen erschöpfend werdend, ne? Mit was für Themen kommen dann die Geburtshelfer um die Ecke, ja? Und da komme ich wieder zu diesen drei Hauptbelastungen: Angst, Schmerz, Anspannung, ja. Und Angst zum Beispiel, ja, also das ist etwas, was ich sehr ernst genommen habe. Und wenn ich das Gefühl hatte, ist nicht der Schmerz, der die Angst löst oder die Anspannung, die die Angst auslöst, sondern es ist wirklich etwas, was eine Frau schon mitbringt oder was sich, warum auch wenn immer unter der Geburt entwickelt, dann kann man diese Angst auch behandeln. Ja, natürlich ist die liebevolle Betreuung der beste Angstkiller. Aber wenn es nicht ausreicht, gibt es Chemie, ja, und die ist dann auch in Ordnung, ja, und die haben wir dann auch eingesetzt. Es gibt einen wunderbaren Angstlöser, es nennt sich Tavor, das legt man einmal unter die Zunge und man glaubt gar nicht, wie viele Türen wieder aufgegangen sind, die fest verschlossen waren. Es ist ein sogenannter Off-Label-Use, dafür gibt es keine Evidenz, aber wir haben das wirklich in der ganzen Zeit immer wieder mal eingesetzt, ohne je irgendeine negative Thematik auch in Bezug aufs Kind zu sehen. Aber das ist jetzt die Angst. Beim Schmerz kommen sie entweder mit dem Entspannungsbad, und natürlich manche haben diese Akupunkturmethoden, diese transkutane Nervenstimulation zum Beispiel oder Akupunktur. Dann gibt es ein bisschen auch was aus dem Reich der Homöopathie. Und dann kommt immer irgendwann aber dieses Nalpain auf den Plan, zu dem ich schon gesprochen habe. Ja. So, und jetzt, das ist sozusagen der Schmerz. Und wenn Das wir war jetzt jetzt das Opiat, ne? Was das du. Opiat, genau. Und wenn wir jetzt zu dem Thema Geburt geht nicht sich richtig voran,
Dann sind natürlich zwei, gibt es mehrere Möglichkeiten. Ja, man kann, je nachdem, wo man steht bei der Geburt, durchaus nochmal auch unter der Geburt machen wenige, die kommen, greifen sofort zum Oxytocin, was ich nicht gut finde, kann man auch nochmal dieses Anguster geben. Kann man also nochmal ein Prostaglandin geben, um die Geburt voranzubringen. Ja, das macht man vor allem da, wenn der Muttermund noch wenig geöffnet ist. Wenn der weit geöffnet ist, und das sagt auch die Leitlinie, so ab 6 Zentimeter, da war ich lang sehr kritisch, aber ich muss inzwischen sagen, bevor wir irgendein Medikament nehmen, ist es manchmal, je nach Situation, hilfreicher, sich die Natur zur Hilfe zu nehmen, ja, und eine sogenannte Fruchtblaseneröffnung vorzunehmen, ja, eine sogenannte Amniotomie. So, das darf man nur machen ab einer gewissen Muttermundsweite. Man darf unter keinen Umständen riskieren, wenn der Kopf sehr hoch ist, ist viel Fruchtwasser davor, da ist eine Beckenendlage oder eine Querlage. Da ist es ein Riesenrisiko, wenn man das eröffnet, dass das dann schwallartig alles abläuft, das Fruchtwasser und gleich die Nabelschnur mit runter gespült wird. Und man hat dann einen Nabelschnurvorfall, den man mit dieser Maßnahme provoziert hat. Davor, das ist übrigens auch leider immer noch, ist der häufigste Grund für einen sogenannten Nabelschnurvorfall, der ja immer zum Kaiserschnitt führt. In der Regel ganz geordnet, kann man auch eine Spinalanästhesie noch machen, aber es ist doch eine relativ dramatische Situation. Und der häufigste Grund ist nach wie vor dieses Eröffnen der Fruchtblase. Drum darf es nur ein Erfahrener machen. Man muss es so machen, dass es wirklich nur so tröpfchenweise weggeht. Da gibt es Methoden, dass es eben nicht gesprengt wird. Schon der Name ist ja fürchterlich. Und man das ganz langsam ablaufen lässt und natürlich unter Herztonkontrolle. Aber es ist halt, wenn man sich nochmal vorstellt, jede fünfte Geburt beginnt mit einem Blasensprung. Und davon wissen wir, das induziert nicht immer sofort Wehen, aber doch in einem bestimmten Zeitfenster. Und wir wissen von vielen mehr Gebärenden, dass der Blasensprung sofort zur Wehentätigkeit geführt hat. Ja, du hast es Ja. vielleicht auch Naja, erlebt. ich hab's gemerkt bei meiner dritten Geburt, weil ich richtig merkte, eben, ich habe so wie so ein Knacken gehört, wie die Blase gesprungen ist. Und danach war es richtig Geburt, da war es dann richtig, Da also geht's merkte ab, ich, also ne? Genau. vorher waren auch schon Wellen da, aber Ja. dann war es sehr regelmäßig und sehr Ja. viel stärker auch, Und das ne? ist halt schon, nachdem ja Blasensprung ja auch ein Konzept der Natur ist, zu Wehen zu führen, ja, und es gibt, man glaubt gar nicht, hinter wie vielen Blasensprüngen im Bereich der Frühgeburtlichkeit eigentlich ein ganz logisches und sinnvolles Konzept der Natur liegt, die da sagt, diese Schwangerschaft endet katastrophal, wenn jetzt nicht ein Ende in Sicht ist. Also die Natur entscheidet, dieses Kind ist möglich. Die weiß natürlich nicht von unseren Intensivstationen oder vielleicht weiß es inzwischen. Aber die denkt sich, vielleicht ist dieses Kind 30. Woche im Arm der Mutter Känguru besser aufgehoben als jetzt noch in der Gebärmutter. Und es kommt zum Blasensprung. Also diese Weisheit quasi von Natur zu nutzen und zu sagen, okay, ich pfusche dir da ein bisschen ins Handwerk, aber ich mache das, von dem ich weiß, dass du da angemessen darauf reagierst, wie ich es nämlich jetzt haben möchte, dass mehr Wehen kommen, und es ist oft beeindruckend, wie dann, und dann ist es ja vor allem auch körpereigenes Oxytocin. Ja, Ganz wir genau, wissen noch ja. gar nicht, da gibt es so Ansätze an Forschung, aber so richtig wissen wir es nicht, was dieses Beschießen mit künstlichem Oxytocin, mit Überdosierung auf vielen Ebenen biopsychosozial gesehen so macht mit Mutter und Kind. Und da sollte man wirklich zurückhaltend sein und das Also, Oxytocin wirklich gezielt und meist eben nur am Ende der Geburt. Oder ja. wenn man tagelang eingeleitet hat und der Mutter und es 5 Zentimeter und es ist eine Mehrgebärende, ja, da kann man auch mal mit dem Wehentropf und dann mit einer Blasenöffnung zur Geburt kommen. Aber das ist so eine Sache und darüber muss aber gesprochen werden, es muss erklärt werden, wozu das dient, warum das jetzt gemacht wird, wie es gemacht wird. Und dasselbe betrifft den Wehentropf. Auch da Ganz würde ich. kurz nochmal zur Blaseneröffnung. Wäre das was, was du grundsätzlich dem Wehentropf erstmal vorziehen würdest? So habe ich das In jetzt der verstanden. genannten Situation. Ja, also wenn wir sagen, so bis 6 Zentimeter Muttermund, das ist ja fast immer noch Latenz, also Ja, beginnende Phase. offiziell, genau. Da würde ich, wenn ich da, ja, wenn ich da was brauche, da würde ich eher ein Prostaglandin geben, ja, oder was aus dieser Gruppe.
Ab 6 Zentimeter kann man je nach Situation, erstes, zweites Kind und sonstige Rahmenbedingungen über Oxytocin nachdenken. Aber da würde ich im Zweifel immer eher Stand heute die Blaseneröffnung machen und kein Oxytocin geben und mir das lieber aufheben. Ja. So, und wenn wir dann bei 8, 9 Zentimeter sind oder es ist am Ende, kommt eine Venenschwächefrau erschöpft, da hat natürlich das Auch in der Oxytocin schon Austrittsphase, in ne? der Austrittsphase, Wenn. da hat das Oxytocin natürlich seinen Stellenwert. Das ist außer Frage und ist auch etwas, was da, wenn man es eben sich aufgehoben hat, ja, und nicht schon vorher verpulvert hat, ja, abgesehen davon muss man einfach auch immer dran denken, wenn ich die Gebärmutter nicht nur mit einer stundenlangen Geburt, sondern auch noch mit diesen künstlichen Hormonen dermaßen behämmere und dann auch noch einen Wehensturm habe und ich habe tagelang vorher Einleitung gemacht, brauche ich mich nicht wundern, wenn die Gebärmutter nach der Geburt dann nicht mehr kann und die Gebärmutter nicht mehr zur Geburt kommt oder es heftig blutet. Ja, das kann man alles vermeiden, wenn man eben Einleitungen, die richtigen Einleitungen zur rechten Zeit mit den richtigen Mitteln macht und mit dem Oxytocin spart, soweit irgend möglich. Ja. Ja, super, super. Ja, ich bin, ich finde das gerade sehr, sehr, sehr rund, unser Gespräch, jetzt in diesem Zusammenhang Geburtsbeginn, Einleitung, vielleicht auch Dauer von Geburt. Wir haben über PDA gesprochen, auch sogar über andere schmerzlindernde Verfahren, die es so gibt. Und eben jetzt auch über das, was so vielleicht einem begegnen kann, wenn man selber denkt, hä, es ist doch alles gut. Warum kommt jetzt jemand und will irgendwas? Einen Venentropf anschließen oder die Fruchtblase eröffnen? Jetzt haben wir davon auch eine Idee. Gibt es da noch irgendwie so einen letzten Punkt, wo du sagst, das könnte einem da so passieren? Also angenommen, die Gebärende liegt da oder sitzt oder steht oder was auch immer und hat das Gefühl, ja, es dauert schon lang, aber mir geht es eigentlich gut. Was könnte da vielleicht noch oder gibt es da noch was, wo man Naja, auf sie das zukommen würde? Häufigste, was wir natürlich beobachten, ist, dass die Herztöne so ein bisschen auffällig sind. Ja. Und das ist ein ganz spannendes Thema. Ja. Also heute in der Zeit, wo wir von einem Gericht uns gezwungen sehen, bei jedem kleinen Herztonauffälligkeiten Frauen darüber aufzuklären, dass eine relative Indikation für einen Kaiserschnitt besteht. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, also bei kleinsten Veränderungen, von denen wir Die auch normal nie, sind, ne? die normal sein können oder aus denen wir außer Überwachung nie einen anderen Rückschluss ziehen würden, da schon über Kaiserschnitt zu reden, wo jeder sich dann natürlich ja fragt, warum kommt er denn jetzt mit so einer Botschaft? Ja, das heißt doch für die meisten, dann geht's doch meinem Kind jetzt katastrophal, ja. Also mit dem CTG-Richt, das wäre nochmal ein ganz eigener Podcast, mit dem CTG richtig umzugehen, es richtig zu lesen und richtig zu interpretieren und richtig zu kommunizieren. Und ich hatte gerade einen Notfallkurs mit 24 Hebammen, wo wir genau darüber diskutiert haben, dass natürlich, wenn jetzt eine Hebamme eine Frau betreut und die geht mal raus, sich einen Kaffee holen, das ist ja sowieso so eine Situation, man betritt den Raum neu und man nimmt auch plötzlich ganz anders wahr. Und dann guckt die vielleicht da mal einmal aufs CTG und sieht, oh, das hat sich aber ein bisschen verändert und kann gar nicht vermeiden, dass sie einen entsprechenden Gesichtsausdruck bekommt, ja. Und man braucht gar nicht glauben, wie intensiv, ja, Paare, alle, die im Raum Das auf Wahrnehmen natürlich. wahrnehmen und beobachten und wie guckt er, was hat er für einen Blick, was sagt er? Jedes Wort wird auf die Waagschale geworfen, ja. Es ist je nachdem, wie auch die Gestimmtheit ist, ob man da eher ängstlich unterwegs ist. Also ich denke mir gerade an so eine Frau, die vielleicht schon mal ein Kind verloren hat oder eine Fehlgeburt und dann kommt jemand rein, hat so einen skeptischen Blick, weil er die Herztöne anguckt. Das muss man ganz, ganz, ganz schnell auflösen. Ja, und muss sagen, Leute, hört mal zu. Da ist alles in Ordnung. Wir wären schon längst im OP, wenn wir irgendwas Schlimmes sehen würden. Das ist jetzt im Moment ein bisschen auffällig, kann wieder weggehen. Ja, wir gucken da drauf und ihr vergesst es bitte. Ja, ihr könnt es eh nicht interpretieren. Wir haben es auch manchmal schwierig. Ich hätte schon längst einen Arzt oder einen Oberarzt geholt, wenn ich da im kleinsten Zweifel hätte. Ja, also ich finde es wichtig, dass man das dann auch anspricht, dass man dann, ich nehme ja auch wahr, wie ich mich da gerade verhalte im Kreissaal und ich merke auch an den Reaktionen von Mann und oder Frau, was es mit denen macht. Und dann muss man das schnell auflösen und muss es erklären. Ja. Und diese Gratwanderung, dass man da eben ne, sehr häufig auch zu Recht auf dieser Placebo-Schiene fährt und sagt, alles ist gut, alles wird super, alles ist schick. Und
Auf der anderen Seite, man aber Dinge wahrnimmt, die das Paar vielleicht nicht sieht, die einen so ein bisschen beunruhigen. Man will das aus dem Raumhaus raushalten. Es ist aber doch da, es wird spürbar. Und da würde ich es lieber sagen, schlechte Nachrichten einmal öfter ankündigen oder mal drüber reden, ja, und sagen, ja, das habt ihr jetzt richtig wahrgenommen. Ne, das ist hier so eine Situation, wo da müssen wir gut hingucken und ich weiß auch nicht, wo die Reise hingeht. Bin weiter guter Hoffnung, dass wir das gut hinbekommen. Aber ich habe hier Anzeichen, dass wir das Kind gut im Blick behalten müssen. Ja? Und darüber zu reden und wirklich dann auch wirklich seine ganze Erfahrung und die Ruhe reinbringen und seine Empathie. Also mir ist es Gott sei Dank immer gelungen, auch in den kritischen Situationen, den Leuten, und das haben die mir auch immer gespiegelt, ja, und das ist eben eine Frage, wie man auftritt, wie man kommuniziert, dass man nicht gleich mit einer Katastrophensprache kommt, Ganz genau, sondern ganz in genau. aller Ruhe sagt, was Phase ist. Und dann weiß ich, die schlimmsten Nutze, das haben die Leute immer auch mir nochmal gespiegelt, wir haben das Gefühl gehabt, sie sind der ruhende Pol hier in diesem Sturm und wir haben uns komplett auf sie verlassen und konnten uns fallen lassen und hingeben und waren, haben uns nie an einem Eckpunkt unsicher gefühlt. Und selbst wenn sie am Schluss gekommen wären, gesagt hätten, ich habe alles gegeben, aber es ist leider nicht so gut geworden, wie wir es uns gewünscht haben, hätten wir ihnen gesagt, wir haben trotzdem totales Vertrauen, dass sie alles so gut gemacht Gemacht haben, haben, ne? so es eben ging. Und das ist eine hohe Kunst, aber das hat natürlich viel mit Erfahrung zu tun, aber auch mit Haltung und mit der Frage, wie ich in diese Themen reingehe. Und ich bin ganz glücklich, hat mich seit langem mal wieder eine Kollegin angerufen, die bei mir die Ausbildung gemacht hat, die jetzt in der anderen Klinik arbeitet und die noch nicht müde wird zu betonen, dass sie so glücklich ist, dass sie durch mich die Angst verloren hat, im Kreißsaal zu arbeiten und dass sie dieses angstfreie Arbeiten auch in ihrer Klinik praktiziert als eine der ganz wenigen und die Hebammen sie dafür bewundern und sie dann auch, die hat die niedrigste Kaiserschnittrate dort und ich merke so, es ist so schön, wenn man das vermitteln konnte und andere junge Assistenten das pflegen, machen, tun und das kann man vermitteln und wenn man so den Geist sozusagen wach hält, dann ist man wachsam und macht das Richtige zur rechten Zeit, aber nichts Unnötiges. Und es ist nie die Angst der Bestimmer, sondern lediglich die Demut der Begleiter, die uns dazu bringt, in bestimmten Situationen eben genau hinzugucken. Ja, und diese Gratwanderung zwischen Unterlassung und Aktionismus ist immer da in der Geburtshilfe. Aber ich glaube, Absolut. den Weg Und die finde ich eigene immer besser. Erfahrung. Ja, immer besser, wenn die Angst außen Ja. vor bleibt. Ja. Absolut. Und die Angst ist oft Teil. Und es ist, glaube ich, gut, wenn jetzt eben, es hören ja jetzt viele Schwangere zu oder auch Paare zu, ja, wenn man sich nochmal bewusst macht, dass auf der anderen Seite Erfahrungen stehen. Und es kann eben sein, man hat eine Geburtsbegleiterin oder einen Geburtsbegleiter dort, der gerade was Schlimmes erlebt hat und dann mit dieser Angst in den Geburtsprozess geht. Und das heißt nicht automatisch, dass irgendwas mit der Geburt jetzt nicht stimmt oder mit dem Kind nicht stimmt, genau wie du gerade gesagt hast, wenn das CTG irgendwie komisch aussieht. Manchmal ist das auch normal, dass es mal so aussehen kann. Es bedeutet gar nichts. Aber bei dieser Person löst es vielleicht eben die Unruhe aus, die sich gleich überträgt. Und wenn man da so ein bisschen in so einer Distanzierung bleibt innerlich und sagt, ja, die werden aber schon dafür sorgen, genau wie du gerade gesagt hast, wenn es jetzt hier eine Katastrophe wäre, wir wären schon längst im OP, es ist alles gut, ja, so dass man sich ein bisschen auch distanziert von den Sorgen Ich der glaube, das Vertrauen Geburtshelfenden. ist ein Riesenthema und Vertrauen kann ich auch nur gewinnen, wenn ich das Gefühl habe, die Leute gehen ehrlich und authentisch mit mir um. So, und ich habe das auch gestern in diesem Kurs heftig diskutiert, weil ich zum einen zum Beispiel auch ja fordere, zu unserem Thema Interventionen, jede Intervention ist Eingriff. Ja, sie soll die Gewalt der Natur quasi unterbinden. Aber sie muss mit einer gewissen Gewalttätigkeit erkauft werden. So. Und ich sag, eigentlich müsste man sich für alles, auch wenn es noch so sinnvoll ist, im Nachgang entschuldigen. Dann Ja, das sagen hatte die, ja, das ist zuletzt doch das ein mal gesagt, ja. Schuldeingeständnis. Sag, da geht's nicht um ein Schuldeingeständnis, sondern man sagt, es tut mir leid, wir hatten vor Augen, dass es um ein höheres Ziel geht, dass sie an Leib und Seele gesund mit Kind hier rausgehen und dazu mussten wir etwas tun, was sie zwangsläufig verletzt haben muss. Ja? Auch vielleicht an Leib und Seele. Und es tut uns leid. Ja? Und das kann man sagen.
Und das ist, Ja. da bricht dann kein Zacken aus der Krone. Im Ich, Gegenteil, ja, und im ich kann auch Gegenteil. sagen, wenn eine Ja. Frau kommt, dann sage ich, dann schlage ich nicht die Hände über dem Kopf zusammen und sage, ah, schon, ach, sie jetzt auch noch, ja, wir wissen schon gar nicht, wo uns der Kopf steht, sondern ich mache das total anders. Ich nehme die Frau auf und sage, hören Sie zu, ich sage Ihnen jetzt ganz ehrlich, in welchem Aggregatzustand wir hier gerade sind. Ja? Wir waren so kurz vor der Schließung der Abteilung, weil wir voll sind. Aber wir haben uns gedacht, nee, Sie kommen jetzt noch. Aber wir haben jetzt nicht die Situation, dass hier drei strickende Hebammen sitzen und das eine Frau zu betreuen, sondern es ist genau andersrum. Gibt es, glaube ich, nie Ja, diese so, Situation. und gibt's nicht mehr, nein. Und Leider. wir tun hier alle unser Beste für die medizinische Sicherheit ist garantiert. Betreuung kann ich jetzt Ihnen nicht sagen. Ich muss noch eine zweite Frau betreuen, aber ich kann Ihnen versprechen, ich gebe mein Bestes. Und schon passiert etwas. Dieses Paar fühlt sich gut informiert. Es weiß, was Phase ist. Es reguliert automatisch, das ist im Sinne aller, seine Erwartungshaltung ein bisschen runter. Also es ist viel, viel dankbar für das, was dann passiert. Ja. Und es geht nicht, wird nicht irgendwie auf ein Zimmer geschoben und keiner kommt. Und das Paar denkt sich, okay, wo sind die? Sind die in der Küche drin? Was machen die hier eigentlich? Ja. Sondern die wissen genau Bescheid, dass die alle hier wirklich das Beste geben, dass die auch kommen, wenn man klingelt, aber die kennen die Hintergründe. Und das finde ich immer, dass dieses ehrliche Maklern, ja, nicht Makeln, sondern Maklern, das ist so entscheidend. Ich finde auch, Ja. es ist völlig legitim, dass auch mal eine Hebamme auch ihren Aggregatzustand kurz einbringt. Die ist auch nur ein Mensch, ja, die kann auch Absolut. dann mal sagen, Leute, ich habe einiges so mitgemacht in letzter Zeit, beruflich und privat, keine Ahnung. Ich bin auch ziemlich erschöpft. Ich gebe, was ich kann, ja. Und wenn ihr so das Gefühl habt, das reicht euch jetzt nicht, dann können wir auch mal gucken, ob wir vielleicht eine energetisch stabilere von uns finden, ja. Wenn jetzt klar wird, dass du jetzt mehr Betreuung brauchst als vielleicht jemand anders. Also das ist jetzt nur so ein Beispiel, wie man ehrlich das, was man selber so einbringen kann, Ja, auch vermittelt. Und dann kann es auch angenommen werden. Und es ist viel leichter, als wenn absolut. man das alles in den Busch hält. Ja? Die Hebamme immer mal rausgeht, weil das CTG nicht gut aussieht und draußen mit 1.000 Leuten das CTG bespricht und die drin denken, wo bleibt die? Was ist da los? Ja? Statt dass man das vor Ort in Ruhe bespricht, ja. Und nicht die Tür, der Albtraum ist, jemand denkt, es ist alles super, Tür geht auf und irgendeiner schreit rein, ich gucke mir das hier nicht länger an, ja, weil er draußen auf dem Monitor irgendwas gesehen hat, ja. Das ist leider auch Furchtbar, gang und ja. gäbe, aber ein Albtraum, ja. Und es kann und darf nicht sein, und das sage ich immer, die gute Kommunikation dauert genauso lang wie die schlechte. Das ist keine Zeitfrage, ja. Ja, also ich Absolut. kann in der Kürze der Zeit, manchmal reicht ein Satz, ja. Wenn ich hier jetzt mein Institut mit Geburtscoaching mache, ich komme mit zwei Fragen an den Kern ran. Ich frage, was sollte möglichst nicht passieren bei der Geburt? Und wenn die letzte Geburt schlimm war, was darf sich unter keinen Umständen wiederholen? Mit zwei Fragen komme ich ins Epizentrum des Sturms und bin da in der ruhigen Insel und bespreche die Dinge. Ja. Ja, und in so einer Situation, also falls jetzt eben auch Hebammen zuschauen, zuhören oder Ärzte, Ärztinnen, was man da aus kommunikativer Sicht nochmal machen kann, also was ein Tipp von mir wäre, dass man das wunderbare Wort aber nutzt. Denn beim Aber ist es so, dass man das weniger werden lässt, was man vorher gesagt hat. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich liebe dich sehr, aber was du da, so, dann ist das, ich liebe dich sehr weg. Und das ist bei diesen negativen Sachen aber ein totaler Vorteil. Man kann sagen, wir haben hier jetzt gerade super viel zu tun. Wir wissen gerade nicht, wo uns der Kopf steht, aber wir sorgen auch für euch. Ihr bekommt hier ein Zimmer und wenn irgendwas ist, meldet ihr euch. Dann hat man eben das auch genutzt, dass das Erste, was man gesagt hat, zwar gesagt wurde, aber man eben das andere viel, viel größer werden lässt. Also man lässt die unter der Geburt, die Menschen unter der Geburt mit einem guten Gefühl zurück. Und genauso kann man auch sagen, ja, das CTG ist gerade ein bisschen auffällig,
aber ich habe es gut im Blick und wir machen hier alles, dass es super sicher bleibt und so weiter. Und damit hat man ist ein anderes Gefühl, ja, als wenn man das Wort aber hier nicht nutzt. Ne? Das ist wunderbar. Also, das passt sehr gut zu meinem Grundthema, philosophischem Thema. Wir sind ja leider in einer Welt, in der wir ein Entweder-Oder kategorisieren. Ja, ja. Wir haben völlig vergessen, dass es ein Sowohl-als-auch gibt. Du kannst alles in einem Spannungsbogen des Kontinuums sehen, ja, ja, und kannst von einer Seite auf die andere gehen und es gehört doch irgendwie zusammen. Und irgendwo in der Mitte, von der Mitte aus immer zu gucken, ne, sich in diesem Sowohl-als-auch zu bewegen und genau das zu sagen, hier droht jetzt wirklich Pathologie. Ja, das muss ich jetzt leider sagen. Aber ich habe noch was in Reserve, ja? Genau, und dann bleibt halt übrig für die Gebärende, ist alles gut. Ja. Egal, was vorher gesagt wurde, das ist wirklich verrückt. Und ich kann ganz authentisch einer Frau sagen, 8 Stunden Muttermund vollständig, wenn ich mich frage, wie groß ist denn meine Chance, dass ich noch normal gebäre? Da kann ich ganz ehrlich sagen, also aus meiner Erfahrung, ich weiß es nicht, vielleicht noch 10%. Und dann kann man fragen, aber auf welche Seite schlagen wir uns? Willst du, dass wir diese 10% noch nutzen? Dann habe ich das noch im Köcher. Dann sagt die eine, bitte, bitte, ich flehe dich an, bis ans Ende der Welt gehe ich mit Ihnen, ja? Nur wenn sie nichts mehr einfällt. Und der andere sagt, nee, also wenn die Chance so klein ist, dann bitte jetzt abbrechen. Und so macht man es personalisiert und hat einen riesen Range. Und selbstbestimmt. Und selbstbestimmt am Ende. Genau. Ja. Also ganz, ganz toll. Ich bin ganz dankbar. Wir haben jetzt in dieser Folge wirklich viel besprochen. Und ich glaube, sowohl für Schwangere, für Eltern, die ein Kind erwarten, als auch für Geburtsbegleitende. Also ein eigener Podcast ist sicher nochmal über Sektio zu sprechen. Da gibt es auch ganz viel zu erzählen. Das Ganze drumherum der Sektio, wie sie abläuft, was man da gut machen kann, ist auch noch ein großes Thema. Und natürlich dann die Big Three, sag ich mal, bei der vaginalen Geburt. Das ist der Fundusdruck, dass die vaginal operative Geburt ist gerade die neue Leitlinie kurz vorm Veröffentlichen oder der Dammschnitt. Darüber kann man sich ja auch noch mal eine ganze Stunde sprechen. Ja. Auf jeden Fall, da bleiben uns die Themen nicht aus und nee. Das machen wir auf jeden Fall jetzt zeitnah, dass wir auch über die Big Three dann noch sprechen. Und es ist spannend, ich habe ja jetzt auch Zeit, viel zu lesen und bin auch viel auf Fortbildung unterwegs und es ist spannend, was so sich in der Welt so tut, auch an neuen Überlegungen, Ideen, auch in Bezug auf Intervention und Interventionsvermeidung. Sehr spannend, das kann man auch immer ganz aktuell nochmal einbringen. Und wir sind ja in Bewegung mit den Leitlinien, die müssen ja auch alle paar Jahre neu aufgelegt werden. Und es ist zum Beispiel jetzt ganz, ich habe gerade bei der Notfallschulung auch wieder viel gelernt, es gibt nochmal ganz neue Überlegungen, wie man mit Komplikationen umgeht bei der vaginalen Geburt. Also es tut sich was. Es gibt immer was zu erzählen. Sehr gut, sehr gut. Vielen, vielen Dank, Wolf. Gerne. Und danke für bis die Einladung. Ganz bald. Bis bald. Sehr gerne. Ja, schönen Tag noch. Tschüss. Ciao, ciao. Ja, das war es schon mit dem Interview mit Dr. Wolf Lüthier. Ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat, hier wieder uns teilhaben zu lassen an seinem großen, großen Wissensschatz. Und du kannst natürlich auch gerne hier in die Kommentare schreiben, was du für Fragen hast oder was dir vielleicht auch gut gefallen hat. Wenn du dieses Video mochtest, lass uns gerne einen Daumen nach oben da. Das ist immer ein schöner Lohn für uns. Und wenn du generell informiert werden möchtest über neue Videos rund um Schwangerschaft, Geburt, Mutterschaft, dann kannst du gerne den Kanal hier abonnieren und die Glocke aktivieren. Und ich freue mich sehr, wenn ich dich ein bisschen begleiten darf in deiner Schwangerschaft und wenn wir im Miteinander in Kontakt sind und Hand in Hand arbeiten, falls du Hebamme bist, Arzt oder Ärztin. Alles Liebe für dich.